Heute vergleiche ich für dich die Fuji XS10 mit der Sony 6600. Angenommen, du möchtest eine Kamera mit eingebautem Stabilisator und nicht so viel Geld ausgeben, dann ist die XS10 die günstigste APS-C-Kamera zurzeit und die einzige unter 1000 Euro. Letzte Woche habe ich ein Review zu der Kamera gemacht. Die Sony kostet gut 500 Euro mehr, ist aber die günstigste Sony APS-C mit eingebautem Stabi. Lohnt sich der Aufpreis für dich? Und was sind die Unterschiede? Welche ist besser für dich? Darüber reden wir heute. Moin, ich bin Stefan Klapsus, ich nutze die 6600 selber zum Film und habe auch ein Buch über die Kamera geschrieben. Und die XS10, die habe ich jetzt seit fast einem Jahr. Zu beiden Kameras habe ich einen Masterclass-Fotokurs erstellt. Du findest ihn auf meiner Seite klapsus.de. Wenn du einen Kurs gewinnen möchtest, bleib bis nach dem Fazit dran. Da gibt es ein kleines Gewinnspiel von mir. Mit beiden Kameras habe ich mich also intensiv beschäftigt. Beide Kameras sind toll, deswegen habe ich sie auch beide gekauft. Aber natürlich gibt es Unterschiede. Und darum geht es hier. In welchen Punkten gibt es Unterschiede? Und was für dich wichtiger ist, das entscheidest natürlich nur du. Und wir fangen an mit dem Gehäuse. Vom Sucher sind beide ähnlich, von der Ausstattung auch. Vom Gehäuse hat die Sony aber ein paar Vorteile. Deswegen vergebe ich der Sony Platz 1. Beide haben Magnesiumgehäuse, aber die Sony ist spritzwassergeschützt. Das ist die Fuji nicht. Sie verträgt also durchaus etwas Feuchtigkeit oder Regen. Insgesamt wirkt das Gehäuse etwas höherwertig. Der Griff ist etwas größer und der Akku deutlich größer und leistungsstärker und hält gut doppelt so lange. Von den Anschlüssen unterscheiden sie sich nicht so riesig. Du kannst bei der Sony direkt einen Kopfhörer anschließen, bei Fuji brauchst du einen Adapter. Der ist aber mitgeliefert. Zweiter Platz, Fuji. Das Gehäuse gefällt mir ebenfalls. Vorteile sind hier der modernere USB-C-Anschluss und das Display, das in alle Richtungen klappbar ist. Und nicht nur nach oben und nach unten. Es ist auch mit über 1 Million Bildpunkten ein wenig höher auflösend als bei Sony. Untypisch für diese Preisklasse hast du einen Joystick, vor allem um das Autofokusfeld zu verschieben. Das hat Sony nicht. Bei der Bedienung muss ich sagen, haben beide noch ein wenig Nachholbedarf und sollten sich die Bedienung der Nikon Z50 mal ansehen. Die ist schöner gelöst. Aber allgemein lassen sich beide Kameras gut bedienen. Und ich nehme sowohl gerne die Fuji als auch die Sony in der Hand. Also ich sag mal unentschieden. Die Sony lässt sich stärker individuell einstellen, gerade wenn es um die Tastenprogrammierung geht und das Funktionsmenü. Der Autofokus ist leichter zu bedienen. Zur Geschwindigkeit kommen wir noch, aber oft stellt die Kamera einfach schon dort scharf, wo du willst. Und auch Realtime-Tracking ist leicht und einfach und das macht die Bedienung einfach. Bei Fuji gefällt mir der Joystick, um das Autofokusfeld dahin zu legen, wo du es willst. Ich finde super, dass die Einstellungen für Foto und Video separat gespeichert werden. Komplett. Bis zum Schnellmenü kannst du die Kamera bei Video anders einstellen als bei Foto. Das geht bei Sony nicht. Aber die Speicherplätze C1 bis C4 kannst du leider nicht für Video nutzen. Bei Sony geht das. Dann gibt es bei Fuji zum Beispiel noch so kleine schöne Gimmicks wie eine Schärfentiefe-Kontrolle. Und wenn du mal ein Firmware-Update haben möchtest, kannst du das direkt über das Smartphone machen. Bei Sony musst du die Kamera an den Computer anschließen. Wenn es um die Bildqualität geht, kann ich auch nur ein Unentschieden geben. Die Fuji hat 26 Megapixel statt 24, aber ein Unterschied deswegen ist nicht auszumachen. Der Sensor der XS10 ist ein neuerer Sensor, der schneller ausgelesen werden kann. Das hat Vorteile in anderen Kategorien, aber nicht, wenn es um die Bildqualität geht. Es gibt feine Unterschiede. Sony wirkt bei JPEGs etwas schärfer, Fujis Rauschunterdrückung in höheren ISO wirkt etwas besser. Wenn es euch interessiert, schaut euch dafür lieber Labortests an, zum Beispiel von DP Review. Ich kann nur sagen, beide liefern eine sehr gute Qualität, wenn ihr entsprechend gutes Objektiv vorsetzt. Wie eben schon gesagt, Fuji hat den moderneren Sensor, einen BSI-Sensor. Also erster Platz an Fuji. Der kann fast doppelt so schnell ausgelesen werden. Bei der Fuji sind das 24 Millisekunden und bei Sony 46 Millisekunden. Was für einen Vorteil hat das? Zum einen kannst du mit voller Auflösung 20 Bilder die Sekunde schießen. Bei Sony sind das 11. Du kannst Serienbilder schießen und hast noch ein flüssiges Live-Bild mit 40 Bildern die Sekunde. Bei Sony bleibt es bei 11. Ein weiterer Vorteil ist der geringere Rolling-Shutter-Effekt bei geräuschlosen Aufnahmen.
Grundsätzlich würde ich einen mechanischen Verschluss bei beiden Kameras vorziehen. Ich habe zum Thema Verschluss ein eigenes Video gemacht, schau es dir gerne an. Aber wenn du doch mal lautlos fotografieren willst, also ohne dass du den Verschluss der Kamera hörst, dann ist die Fuji besser. Die Wahrscheinlichkeit von verzerrten Aufnahmen ist geringer. Beim Autofokus geht der erste Platz klar an Sony. Die Bedienung vom Autofokus ist besser, der Autofokus ist treffsicherer, das Tracking ist etwas besser, Augen-AF etwas besser. Zusätzlich gibt es noch einen Augen-AF für Tiere, toll, wenn du Hunde oder Katzen fotografieren willst. Insgesamt also klarer Sieger. Zweiter Platz, Fuji. Keine Sorge, der Autofokus ist auch hier schnell. Es sind eher die kleinen und feinen Unterschiede. Tracking klappt gut, Augen-AF auch, aber alles etwas hinter Sony. Dafür hast du einen Joystick, um das AF-Feld zu verschieben. Den hat Sony nicht. Autofokus geht an Sony, Geschwindigkeit geht an Fuji. Klarer erster Platz. Warum? Die XS10 kann wie gesagt 20 Bilder die Sekunde in voller Auflösung aufnehmen, statt 11. In reduzierter Auflösung sogar 30 Bilder die Sekunde. Und der Sucher zeigt dir 40 Bilder die Sekunde an, während du fotografierst. Das kann Sony nicht. Zusätzlich gibt es eine Präaufnahmefunktion. Das heißt, die Kamera nimmt schon Fotos auf und legt sie in den Zwischenpuffer, ohne dass du den Auslöser durchdrückst. Und wenn du den Auslöser dann ganz durchdrückst, speichert sie zusätzlich Aufnahmen, bevor du den Auslöser durchgedrückt hast. Das ist praktisch, um bestimmte Momente einzufangen. Zweiter Platz, Sony. Da sind es nur 11 Bilder die Sekunde, aber das ist sicherlich für viele Dinge ausreichend. Möchtest du aber noch ein Live-Bild im Sucher, dann schaltest du runter auf 8 Bilder die Sekunde. Aber auch das ist für vieles ausreichend. Aber Fuji ist einfach schneller. Der Stabilisator. Die Herstellerangaben sind immer bis zu. Also bei Fuji gleicht der Stabi bis zu 6 EV-Stufen aus. Das mag in Ausnahmen auch richtig sein. Ich will aber wissen, bis zu welcher Verschlusszeit sind die Aufnahmen fast immer scharf, wenn ich aus der Hand fotografiere. Also etwas mehr Praxis als Theorie. Ich habe aber im Nahbereich getestet, nicht auf unendlich. Bei Landschaftsaufnahmen ist das Ergebnis nochmal anders. Aber es ist auch meine Hand, nicht deine. Wie auch immer, erster Platz, Fuji. Laut meinem Test gleicht Fuji 3 bis 4 EV-Stufen aus. Bei 50 mm kann ich also sicher noch eine sechste Sekunde aus der Hand halten, wenn ich sehr ruhig halte. Das ist schon sehr gut, nicht ganz so gut wie eine X-T4, aber etwas besser als die Sony. Bei Fotos merkt man nicht unbedingt einen Unterschied. Je nach Szenario kommt es mal zu ähnlichen Ergebnissen auch bei Sony. Aber gerade bei Video arbeitet der Stabi besser. Und es gibt zusätzlich noch die Option eines elektronischen Stabilisators bei Video. Daher der erste Platz. Zweiter Platz, Sony. Der Stabi gleicht 2 bis 3 EV-Stufen aus. Ich habe bei Fotos, wie gesagt, teilweise die gleichen Ergebnisse wie bei Fuji. Nur bei manchen Aufnahmen hat die Fuji einen kleinen Vorteil. Rein vom Fotostabi würde ich daher sagen, oder fast sagen, unentschieden. Aber bei Video ist die Fuji klar besser und das Bild wirkt ruhiger. Erst recht, wenn du den digitalen Stabi zusätzlich verwendest. Was bei Sony aber toll ist, es gibt mehr Objektive mit eingebautem Stabilisator, selbst bei manchen Festbrennweiten. Bei Video gebe ich den ersten Platz an Sony. Für mich überwiegen da die Vorteile. Allgemein hätte es auch ein Unentschieden sein können, weil beide ihre Stärken und Schwächen haben. Sony hat zum Beispiel kein Aufnahmelimit, also kein Abbruch nach 30 Minuten. Du kannst beliebig lange Interviews aufnehmen. Der Akku hält 2,5 Stunden 4K durch und damit gut doppelt so lang wie bei Fuji. Der Autofokus im Video ist ebenfalls ein wenig zuverlässiger und bleibt einfach konstant auf dem Auge, wenn du Personen filmst. Zeitlupe können beide, aber Sony kann Zeitlupe mit Ton aufnehmen bis 120p. Zeitrafferfilme kannst du direkt in der Kamera erstellen. Das kann Fuji ebenfalls nicht. Alle Videoeinstellungen lassen sich fest speichern über den Speicherabruf. Das geht bei Fuji nicht. Von der Qualität sind aber beide super. Zweiter Platz, Fuji. Du kannst Zeitlupen nicht nur bis 120 Bilder, sondern sogar bis 240 Bilder die Sekunde aufnehmen. Und das sogar mit Autofokus, aber eben ohne Ton. Fuji bietet über HDMI, also einem externen Rekorder, bis zu 10 Bit und 422. Sony kann ebenfalls 422, aber nur 8 Bit. Gerade bei Log ist das durchaus ein Vorteil für Fuji. Der Stabilisator arbeitet besser bei Video und du hast eine Option, einen digitalen Stabi zuzuschalten. Das geht bei Sony nicht. Was mir bei Fuji gefällt, die Videoeinstellungen haben keinen Einfluss auf die Fotoeinstellung.
Wenn du bei Video also Lock einstellst und eine 50. Sekunde, dann gilt das nur für Video, nicht für den Fotomodus. Bei Sony änderst du immer beides gleichzeitig. Außer du speicherst es ab und nutzt den Speicherabruf. Dann gibt es bei Fuji ein Telly-Light, also eine LED, vorne und auch hinten, die anzeigen kann, dass du gerade aufnimmst. Das kann durchaus praktisch sein. Beide haben ein sehr umfangreiches Objektivsystem und bei beiden wirst du wahrscheinlich das finden, was du suchst. Also fast unentschieden. Dennoch erster Platz Sony. Sie haben ein riesiges Objektivsortiment. Du kannst auch die Vollformatobjektive verwenden und es gibt viel Auswahl auch von Sigma, Tamron oder Samyang. Zweiter Platz Fuji. Alles ist auf APS-C aufgebaut. Es gibt sehr viele Objektive, günstig wie teure. Rein für APS-C gibt es mehr als bei Sony. Man könnte also fast sagen unentschieden. Aber Fremdobjektive gibt es noch wenig. Das könnte sich aber noch ändern. Aktuell hast du aber insgesamt etwas mehr Möglichkeiten bei Sony. Fazit. Beide Kameras sind super für Foto als auch Video. Wenn du mitgezählt hast, hat Sony einen Punkt mehr geholt. Jetzt kann man sagen, klar, die kostet auch mehr, also muss sie auch besser sein. Aber darum geht es eigentlich nicht. Bei jeder Kategorie musst du für dich selbst entscheiden, was ist deine Priorität. Ich werde zum Beispiel für Video keine Kamera mehr verwenden mit Zeitbegrenzung. Das hat mich damals sehr genervt. Wenn du aber gar nicht filmst, spielt das für dich keine Rolle. Vielleicht fotografierst du aber gerne geräuschlos und möchtest einen elektronischen Verschluss nutzen. Dann hat die Fuji einen klaren Vorteil. Preislich ebenfalls. Aber der Preis hängt auch von den Objektiven ab. Also vergleich nicht nur Bodypreis, sondern schau, welche Objektive du brauchst und dann vergleich den Gesamtpreis. Am wichtigsten aber, nimm beide Kameras in die Hand und schau, mit welcher du intuitiver zurechtkommst. Die Bedienung spielt für mich ebenfalls eine große Rolle und ist sehr persönlich. Manchmal höre ich jemanden, dass jemand sagt, ich komme mit der Kamera überhaupt nicht zurecht. Ja, dann kauf sie nicht, dann ist es nicht deine Kamera. Dann nimm eine andere Kamera. Wie schon gesagt, auf klapsus.de habe ich einen Fotokurs zu beiden Kameras. Aber auch zu anderen von Nikon und Canon. Schau es dir einfach mal an. In ca. 120 Videos, die gut strukturiert sind, erkläre ich dir alles zur Kamera und bringe dir das Fotografieren bei. Und wenn du den Kurs gewinnen möchtest, musst du einfach nur einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Erstens, dass du gewinnen möchtest und zweitens, welchen Kurs du haben möchtest. Also zum Beispiel, ich will den Kurs zur Sony gewinnen oder eben zur Fuji. Unter allen Kommentaren von diesem Video, meinem letzten und dem nächsten Video, verlose ich dann einmal den Kurs bei YouTube. Und einmal bei Facebook und einmal bei Instagram. Du darfst gerne bei allen drei Gewinnspielen mitmachen, um deine Chance zu erhöhen. Ist gar kein Problem. Teilnahmebedingungen findest du in der Beschreibung. Ich wünsche dir jetzt viel Glück beim Gewinnspiel und vergiss nicht, mir zu folgen. Also lass gerne ein Abo da. Und hier habe ich noch zwei weitere Videos, die dich interessieren könnten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.